Ja, hallo meine Lieben, in diesem Video ein Thema, welches mich auch schon sehr, sehr lange verfolgt. Und ja, es geht um die liebe Ernährung. Was für ein Gebiet, hier gibt es ja bald so viel Meinung und vor allem Überzeugungen, wie es Menschen gibt. Ich kenne kaum ein Thema, welches so umstritten, welches so kontrovers, so schnelllebig ist, wie die liebe Ernährung. Jede Woche kommt eine neue Diät heraus. Ja. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich diesbezüglich auch sehr, sehr experimentierfreudig immer gewesen bin und vieles ausprobiere. Ich war früher vegetarisch, ich war auch sogar vegan, ich habe Trennkost gemacht, ich habe mich an die Blutgruppendiät gehalten, ich habe mich Low Carb, zum Teil sogar ketogen ernährt. Ich habe immer wieder mal wochenlange Fastenkuren mit Wasser gemacht. Und jetzt bin ich wieder bei vegetarisch gelandet. Im Jahr 2020 esse ich kein Fleisch mehr, Milchprodukte, auf diese verzichte ich sowieso fast zur Gänze seit einigen Jahren. Ja, die wichtigste Ernährungsfrage, glaube ich, aus meiner Sicht ist jetzt überhaupt mal, was ist jetzt besser, roh oder eben kochen. Wir wissen, Rohkost vegan ist ja ein ziemlicher Hype geworden in den letzten Jahren und hier wird immer viel, viel herumdiskutiert, sage ich jetzt mal, herumdiskutiert. Doch ihr wisst ja die wichtigsten Fragen, was ist nun wirklich gesünder? Kann man das überhaupt so sagen? Welche Vorteile hat roh, hat gekocht? Auch Vorteile, ein großes Fragezeichen, denn ich bin der Meinung, wir sollten ja generell auch bei Ernährung alle Vorteile nutzen, egal ob nun was roh oder gekocht ist. Doch, ihr wisst eh, das erfährst du wie immer nach dem Intro. Ja, meine Lieben, hier bin ich wieder und ich sag mal, das Grundsätzliche ist ja, dass man der Meinung ist, dass gekocht immer alle Vitalstoffe ruiniert oder ziemlich stark reduziert. Doch, ob das immer so ist, schauen wir uns auf jeden Fall mal genauer an, weil das ist es auf jeden Fall mal wert, das ein bisschen auseinander zu dividieren. Zuerst schauen wir uns erstmal Gemüsesorten an, wo es mehr Sinn macht, diese zu kochen, als roh zu essen. Schau, es macht bei manchen wirklich mehr Sinn. Und manche sind sogar gefährlich bis giftig. Zuerst fangen wir schon mal mit der Karotte an, weil wir das ein schönes Exemplar schon mal haben, beziehungsweise in Deutschland heißt es, glaube ich, auch die Mohrrübe. Ja? Also die Mohrrübe oder die Karotte, wenn man diese roh isst, dann sollte man diese auf jeden Fall mixen und offensichtlich am besten mit einem Smoothie-Mixer, der mindestens 30.000 Umdrehungen hat, weil hier eben die Zellwände besser aufgehen. Das heißt, damit sich zum Beispiel das Beta-Carotin besser lösen kann, vom Körper dann auch besser aufgenommen werden kann. Dazu ist immer wichtig, etwas Öl dazu, da eben Vitamin A bzw. eben Beta-Carotin fettlöslich ist und so wesentlich besser aufgenommen werden kann. Jedoch, wenn man die Karotte kocht, dann quellen sich die Zellwände noch viel, viel besser auf und das Beta-Carotin kann viel, viel besser entweichen und aufgenommen werden. Die Karotte oder eben Mohrrübe solltest du auch nicht schälen, das ist auch irgendwie logisch. Bio ist natürlich angesagt, da in der Schale natürlich die meisten Nährstoffe drinnen sind. Ja, als nächstes haben wir die Tomate. Die Tomate, ich mag sie sehr, auch einfach so etwas mit etwas Butter aufs Brot hinauf. Ja, frisches Brot, etwas Butter und Tomaten drauf, ein Tomatenbrot quasi, ist ja unbezahlbar. Doch die Tomate ist vor allem als Antioxidant sehr, sehr wirkungsvoll und das hat sie eben dem Lycopin, einem Carotinoid, zu verdanken. Ja? Und auch die Zellwände der Tomate sind ja vergleichsweise sehr, sehr dick auch und deshalb macht es auch hier Sinn, die Tomate zu kochen. Und bei der Tomate ist es so, umso mehr gekocht, umso länger, umso besser wird sie, nicht nur vom Geschmack her, sondern eben weil sich hier die Zellwände durch das Kochen wesentlich besser aufbrechen lassen und das Lycopin eben viel, viel leichter freigeben
kann, also freigeben kann. Ja? Und Vitamin C in dem Falle wird zwar reduziert, das ist richtig, keine Frage, doch das Lyzopin, der antioxidative Wert, ist hier einfach wesentlich größer als dieses etwas an Vitamin C. Ja, als nächstes haben wir den Kürbis. Genau, beim Kürbis ist es nämlich wie bei der Karotte, ist es wie bei der Karotte, auch der Kürbis enthält viel Beta-Carotin, also die Vorstufe eben von Vitamin A, und auch hier lassen sich die Zellwände beim Kochen viel, viel besser aufweichen, damit eben die bevorzugten Wirkstoffe viel, viel besser aufgenommen werden können. Die Bioverfügbarkeit, meine Lieben, ist ja ein absolut wichtiger Wert. Was hilft es mir, wenn das die Hälfte oder noch weniger aufgenommen werden kann und wieder im Klo verschwindet? Ja, weiter, denn haben wir doch einige Dinge, einige Pflanzen, einige Gemüsesorten, zum Beispiel den Spinat, den ja der liebe Popeye so liebt, Rhabarber, Mangold und auch den Auerrampfer, beziehungsweise eben auch die viel gerühmten rote Beete. Und beim Spinat und Co. ist es eben die Oxalsäure, die sehr, sehr häufig eben in diesen, genau in diesen Pflanzen vorkommt. Und Oxalsäure ist, wie wir wissen, in größeren Mengen ja nicht wirklich gesund. Ja, vor allem braucht es unsere Kalziumvorräte auf und verhindert die Aufnahme von diesen, also von Kalzium, von Magnesium und eben auch vom Eisen. Ja. Bildung von Nierensteinen kann eben auch eine Folge von zu viel Oxalaten eben sein, meine Lieben. Diesbezüglich schaut euch einfach mein Video über die Oxalsäure an, da wird alles noch ganz genau beschrieben. Ja, was haben wir noch? Die Kartoffeln, ja, die sind sowieso nicht unbedingt einladend fürs Rohessen. Also ich habe schon alles roh gegessen, aber die Kartoffel, da habe ich echt irgendwie keine Lust drauf, ja, und das sagt einem auch meistens irgendwie der Hausverstand. Kartoffeln und Auberginen enthalten im rohen Zustand das Gift Solanin, welches dazu ist, eben um vor Fraß, vor Fressfeinden zu schützen. Die Pflanzen haben ja natürlich auch Stoffe drinnen, damit sie von Fressfeinden eben nicht angerührt werden können. Weiter geht's mit den Hülsenfrüchten, ja. Bohnen, Erbsen und Linsen besitzen einfach gewisse Lecithine, die vor Fraßfeinden eben auch schützen. Hier entweder nur gekocht natürlich verzehren oder eben auch keimen lassen. Ja? Da wird zumindest ein gewisser Teil quasi entgiftet und somit eben auch gut verträglich. Ja, wie schaut es mit Zwiebel und Knoblauch aus? Das ist ja auch nicht uninteressant. Sulfide enthalten, also Zwiebel und Knoblauch enthalten eben Sulfide im rohen Zustand, ihre volle Wirkung, also die kann man sehr wohl roh eben auch essen, sind sie genauso gesund, ja, und diese Sulfide sind ja für die antibakterielle Wirkung, sie sind eben gefäßschützend, ja, aber wissen wir eh, manche werden es wissen, Knoblauch bzw. Zwiebel ist ja für manche roh einfach nicht so leicht verdaubar, da gehen manchmal oder viele Winde ab, da kann es schon mal im Magen ein bisschen grummeln und so weiter und so fort oder vielleicht ein bisschen Ärger sein. Ja? Leichtes Erhitzen, leichtes Anschwitzen löst hier einfach das Problem. Also meine Lieben, habt nicht so viel Angst, wenn man etwas erhitzen muss. Mir kommt immer vor, das ist so ein No-Go, das geht einfach nicht. Ja? Dann haben wir noch den Brokkoli. Ja? Der Brokkoli sollte auch leicht gegart werden, ja, am besten mit einem Dampfgarer. Meiner ist in den letzten Wochen leider kaputt gegangen, der hat ins Gras gebissen, funktioniert leider nicht mehr, aber der ist super, ein Dampfgarer, ja, weil der Brokkoli einfach gegart, gedämpft einfach wesentlich besser verträglich ist. Die Inhaltsstoffe wie eben Eisen, Kalzium, Vitamin C und Kalium, auch Magnesium, und eben auch die sogenannten Glycinolate, die eben vor Darmkrebs schützen sollen, ja, die bleiben beim Verdampfen, nicht beim Verdampfen, aber beim Dämpfen einfach im Vollen enthalten. Ja. Auch da, wie gesagt, keine so große Angst, wenn man etwas erhitzt. Ja, wie sieht es nun aus mit Vitaminen
und mit roh oder gekocht. Also ist es wirklich so, dass sich immer alles komplett verflüchtigt. Ja? Der einteilige Tenor ist ja meistens erhitzen zerstört alle Vitamine. Ja? Erhitzen ist einfach, geht nicht, alle Vitamine sind kaputt. Das ist immer sofort, wenn man von gekocht redet, von vielen dieser Tenor. Auch das stimmt nicht zur Gänze, meine Lieben. Vitamin C wird weniger, das stimmt, aber Vitamin C ist generell sehr, sehr empfindlich und verflüchtigt sich alleine schon durch die Oxidation. Also sobald ich einen Apfel pflücke, ja, kann es oder ist es so, dass nach 15 Minuten schon sich die Vitamine unglaublich reduziert haben, vor allem eben auch Vitamin C. Ja. Ansonsten ist zum Beispiel Vitamin A, Vitamin E und D überhaupt vorerst nur durch Erhitzen so richtig wirkungsvoll. Also Vitamin A, E, D, ja, das soll man überhaupt erhitzen, damit es überhaupt zur Wirkung, zur Entfaltung kommt. Also hier auch wieder mein Aufruf, bitte habt nicht immer gleich so viel Angst vor dem Erhitzen, vor allem die sogenannten Rohköstler. Ja, das ist einfach auch die andere Seite der Medaille, ja, meine Lieben. Auch für Menschen, die gerne mal rohe Eier verdrücken, die gibt's ja auch. Ja, auch das ist in einigen Rohkostdiäten ja üblich. Ja, es heißt da nicht, Rohkost heißt da nicht, dass man keine Tierprodukte isst. Die meisten nennen sich dann eh roh, vegan, Rohkost, ja. Aber es gibt natürlich, es gibt auch Ernährungstypen, Diäten, die eben auch rohe Eier eben anpreisen. Ja, und diese Menschen laufen einfach auch Gefahr, einen Vitamin B7-Mangel, also früher sagte man Vitamin H oder eben Biotinmangel zu bekommen, da der Inhaltsstoff Avidin Vitamin B7 bindet und dadurch ausscheidet. Ja, und B7-Mangel zeigt eben Hautstörungen, es kann brüchige Nägel zeigen, es kann matte Haare und Haarausfall, Müdigkeit, Depressionen, Muskelschmerzen etc. Kann das eben auch zeigen. Mehr kannst du hier auf dieser Homepage eben erfahren, wenn du dich mit Vitamin B7, Vitamin H bzw. Biotin noch ein bisschen genauer eben auseinandersetzen möchtest. Ja, meine Lieben, wir sehen, roh ist nicht immer am besten und ich muss ehrlich sagen, wozu eigentlich? Heutzutage gibt es meiner Meinung nach nur noch Extreme oder oft nur noch Extreme, die einen Rohkost, oh, das ist sowieso, und sobald man von roh, von gekocht ist, oh, das gibt es ja nicht, alle Vitamine und alle Vitalstoffe sind dann weg. Und auf der anderen Seite gibt es die sagen, oh, Rohkost, oh, grauenhaft. Ich meine, wieso können wir das nicht einfach vermischen? Wir nehmen von überall das, was uns am besten tut. Das wäre doch überhaupt einmal für diese Welt sehr, 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 sehr gut, dass wir nicht immer von einem Extrem zum anderen springen, sondern schauen, was passt denn am besten. Und wenn ich einfach mal weiß, dass die Tomate, wenn sie eben gekocht wird, einfach einen wesentlich höheren Wert hat für die Gesundheit, dann koche ich sie doch mal. Ich weiß nicht, was ist denn da so schwierig dran. Und wenn sie gesünder ist, wenn was gesünder ist, ohne dass es kocht, ja, dann muss es halt nicht kochen. Wir essen ja auch die Fleischesser oder die Mischköstler essen ja auch teilweise roh. Das ist ja nicht so, dass man alles nur mehr aus Prinzip kocht in dem Fall. Also nehmt euch das da raus, was einfach am besten ist. Und manchmal isst man halt auch was nicht so wahnsinnig gesund ist. Ja, ich bin jetzt 57 und irgendwann einmal sagt man sich einfach, warum immer von einem Extrem zum nächsten springen, wenn ich halt einfach mal Lust habe auf ein Ei. Und das habe ich gestern zum Beispiel gehabt, zwei Eier. Dann habe ich mir zwei Eier gekocht und ich habe sie gegessen und ich lebe noch und sie werden mich nicht früher ins Grab bringen, diese zwei Eier hin und wieder. Ja, Extreme sind meiner Meinung nach immer das ungesündeste Faktor. Hier sind einfach ein paar Fakten zu, was ist besser, roh oder gekocht. Und das wisst ihr jetzt, meine Lieben. Ich wünsche euch alles, alles Gute, alles, alles Liebe. Ja, Daumen hoch, was auch immer. Schreibt mir eure Meinung hinein. Das ist sowieso das Wichtigste. Und ja, bleibt's oder werdet's gesund, weil das ist das Wichtigste. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich habe euch lieb, euer Gio. Baba, ciao, tschüss und Servus.